Hi, ich bin's, euer Leon Maid. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ihr noch nicht das eigentliche Video seht, sondern mich. Und es liegt daran, dass ich erst 8 Minuten ins Video rein gemerkt habe, dass ich in OBS als Quelle gar nicht Vulkanoids ausgewählt hatte, sondern dass das immer noch auf GTR stand. Also, ja. Die ersten 8 Minuten müsst ihr eure Fantasie benutzen. Das tut mir echt leid. Ich habe mit Panzerwiesel geredet, der hat gesagt, nee, machen keine neue Aufnahme, mach einfach irgendeine dämliche Entschuldigung am Anfang des Videos. Also, hier ist eure dämliche Entschuldigung. Es tut mir leid. Alle anderen Videos sind ak vollkommen akkurat. Das verspreche ich euch. Da könnt ihr von Anfang an was sehen. Es kommen noch zwei andere Vulkanoids-Videos. Vielleicht kommen noch mehr Vulkanoid-Videos. Vielleicht werden noch mehr aufgenommen. Wir werden sehen. Aber jetzt genug von mir. Viel Spaß mit dem Video und viel Spaß mit eurer Fantasie. Hallo und herzlich willkommen bei mir, dem Leomite. Und heute kümmern wir uns um Vulkane bei Vulkanoids. Und ich habe Besuch. Ruhe da oben! Die Leute wollen schlafen! Ja, wir sind aber wieder mit dem Panzerwiesel unterwegs. Ja, nachdem wir schon bei den Sternen waren und versucht haben, nicht zu verhungern, was nicht so gut funktioniert hat, Versuchen wir kümmern jetzt wir hier nicht uns. zu verrecken. Ja, jetzt versuchen wir hier nicht zu verrecken. Willst du denn den Leuten mal erklären, worum es hier geht? Ja, also im Außer ums Grunde. nicht verrecken. Ja, also, geht halt nicht verrecken. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, also soweit es die Geschichte angeht, ist aus mysteriösen Gründen der Vulkan auf der Insel ausgebrochen. Und bricht halt jetzt irgendwie alle 20 Minuten aus. Und die Insel ist geräumt worden und wir müssen halt versuchen herauszufinden, was ist die Ursache davon. Und die Ursache beheben. Wir sind nicht nur zum Forschen hier. Große Frage. Haben wir den Jo. Korken, der groß genug ist? Ein Korken? Was für ein Korken? Einfach Vulkanstopfen. So. Ich glaube nicht, dass das so viel bringt. Okay. Auf zurück zum U-Boot. Jo. Aktuell eher noch das Tutorial. Bis es dann richtig losgeht. Also es gibt ja auch einen Errungenschaftsrun, wo du ohne eine einzelne Aufgabe anzunehmen das Spiel durchspielen musst. Nein, danke. Ich hab das gemacht. Ja, ich wäre so der Mensch, ich würde mittendrin verzweifeln. Weil, ja. Das ist, glaube ich, der zweite Run, den ich insgesamt im aktuellen Update-Bereich mache. Und da sich die Aufbauten dieses Spiels drastisch geändert haben, seitdem ich das erste Mal gespielt habe. Ja, ich wusste wirklich nicht, was ich tun soll, außer halt die absolute Base. Kleiner Tipp, es gibt jetzt Panzer. Nicht von Ich uns, weiß, von den ich weiß. Gegnern. Die habe ich auch schon kennengelernt. Die sind richtig fies. Mit reichlich Granaten geht das schon. Also, niemals wirklich. Ich hätte gesagt, du sollst lernen zu fahren, bevor du das Ding hier in die Hand nimmst. Ich komme zur anderen Seite rein. Treffen muss gelernt sein. Ich kann ja nicht dafür, dass die Dinger jetzt schon so stark sind. Okay, was haben wir hier? Munition. Wollen wir ohne Quest weitermachen und einfach selber spielen, oder? Mir ist das wurscht. Das Such du Problem es ist, dir aus. wir kommen halt zu einem gewissen Punkt. Ne, na, fuck.
Wir kommen halt zu einem gewissen Punkt nicht hin, ohne ihn anzurufen. Das ist nicht korrekt. Wie gesagt, ich habe das ganze Spiel durchgespielt, ohne eine einzige Quest anzunehmen. Wir kommen schon weiter. Das heißt, du kommst zu allem hin, auch zu den Bohrern, oder? Klar. Du kommst zu allem hin. Dann lass auf eigene Nase spielen. Ja, wir müssen keine Quest annehmen. Wir müssen nicht mal die erste Quest annehmen. Ja. Du kannst alles alleine machen. Warte, haben wir irgendwo eine... Sei einfach nur eine Unterstützung für die Spieler, die nicht genau wissen, was sie machen. Für den 10er-Stapel. Dann schauen wir mal kurz. Ich bin es gewohnt, Spiele zu spielen, wo man mit F Sachen aktiviert. Jetzt springe ich die ganze Zeit rum. So, die Copper Plates dann mal machen. Da schauen wir, hier oben ist eine wunderschöne Kiste, da können wir schon mal Basic-Sachen reinlegen. Wir haben auch das Schiffslager, ne? Da sind auch schon ein paar Ressourcen drin. Ja, aber so Sachen wie Health-Kits und Repair-Kits füllen uns dann ja nur zu. Oder jetzt zum Beispiel eine zweite Pickaxe und eine zweite Wrench, die ich habe. Was heißt jetzt? Zweite? Ist dein einziges Paar? Nein, ich habe noch eins dabei gehabt, aus irgendeinem Grund. Okay. Tiefe Taschen, weißt du? Tiefe Taschen. Diese neuen Knopfbelegungen. So, dann schauen wir mal, was brauchen wir denn für... Also, wir haben schon alles da, was ich dafür brauche. Ich mache uns mal ein Research Table. Ein Research Table. Zwei Copper Bolts und zwei Copper Plates werden wir auch brauchen. Ich mache uns dann gleich hinterher schon mal das Bett. Das Bett, das man im Spiel eigentlich gar nicht wirklich braucht. Multiplayer schon, weil man sonst die Sachen verliert, die man dabei hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel disconnecte aus deinem Spiel, brauche ich das Bett dazu, weil ich sonst... mein Inventar verliere. Wir haben jetzt noch keinen Konverter. Oder hast du einen dabei? Wir haben keinen Konverter. Ich glaube, wir müssen mal jagen gehen. Geh nicht so weit weg. 5 Minuten sind nicht viel. Ach, ich weiß. Ich suche mir nur die ersten paar Roboter, um einen Konverter zu finden. Warte, Konverter war grün, richtig? Hey. Muss hier oben stehen. Ja, ist grün. Ich töte einfach, was mir von hier runterläuft. Ja, die sind grün. Kaum steh auf, dass sie sich umschießen kann. Danke. Sie ist recht freundlich. Ich hab eine Pumpe und Schrotflintenmoney. Schön. Bringt nur nicht viel. Ja, noch nicht. Schwefel kann ich auch schon mal mit abbauen. Ne, Sulfur ist es. Ach stimmt, ja, Schwefel und Sulfur sind dasselbe, nur starke Differenz. Weil ich meine Spiele immer auf Englisch habe. Da rennen noch zwei rote rum, von denen kriege ich dann, wenn ich jetzt noch wüsste, was man von den roten kriegt. Ach ja, da bist du. Ja. Ich weiß, was ich vergessen habe.
Ich habe mein OBS, das Fenster nicht umgestellt in der Aufnahme. Jetzt hat er jetzt 8 Minuten schwarzen Bildschirm aufgenommen. Dann wechseln wir schnell, ich kümmere mich dabei noch um. Ich habe schon gewechselt. Wann, wie, wo? Gerade eben. Ich habe auf dem zweiten Bildschirm offen. Mann, jetzt mit jedem Schuss diesen scheiß Roboter verfehlt. Jetzt aber. Ich habe unser erstes zerstörtes Produktionsmodul. Warte, müsst ihr nicht. Und, geh mal durch die Stadt und hinter die Stadt. Sollten langsam zurück. Nö, du musst nur das Schiff runterlassen. Bin sicher. Hey, nice, ich hab Loot gefunden. Ich hab einen Bunker gefunden hier hinten. Ja. Frage, wie kann ich die Quest oben rechts verschwinden lassen? Du kannst auf den Pfeil klicken, der da ist. Ah, perfekt. Wir brauchen keinen Captain, der uns sagt, was wir zu tun haben. Also ich würde ja am liebsten das nochmal neu machen. Warum? Die erste Hälfte des Videos fehlt schon. Müssen wir nicht unbedingt. Mach einfach mit einer schlechten Erklärung hier das der Anfang des Videos. Weißt du, mit so Strichmännchen in der schlechten Animation. Oh Gott. Ich kann nicht mal animieren. Kann dich dazu animieren. Bist du eigentlich schon untergetaucht? Ich bin untergetaucht, wieso? Ja, ich habe jetzt noch einen Bunker gefunden. Ich würde eigentlich zu dir zurückkommen, aber... Ah, lohnt sich nicht mehr. Ich weiß, für mich lohnt sich das ja nicht. Ich kann nochmal hochkommen. Bleib unten. Ich bin ja sowieso noch eines Bunkers, also. Da macht er eiskalt ohne mich so seine Module. Du bist gerade im Untergrund unterwegs oder was ist da los? Wie kommst du drauf? Vielleicht dadurch, dass es stetig sagt, dass du irgendwas einsammelst oder. Könnte sein! Denk, ich sehe das nicht oder was? Er fährt ja eiskalt ohne mich im Untergrund rum. Wie kann ich nur ohne dich Rohstoffe sammeln? Das frage ich mich gerade ehrlich. Gleich macht's eh Bumm. Lange. Ja. So. Da
kam der Knall. Du hast doch einen. Das ist nichts Neues. Das weiß ich schon. Meine Community weiß es auch. Ich darf kurz anmerken, wie weit ich dieses Spiel schon gespielt habe und jetzt erst bemerke, dass es einen Wiederholen-Knopf gibt, der dir erlaubt, ein Rezept wiederholt herzustellen. Ja. Ich bin einfach brillant, nicht wahr? Du kannst jetzt übrigens wieder auftauchen. Mhm. Du kannst die Dinger, du kannst bei späteren Stationen das sogar unendlich einstellen. Okay. Ja, zum Beispiel sehr nützlich zum Rohstoff einschmelzen. Dann setzt du einfach alles zum Schmelzen auf unendlich und dann wird alles, was du irgendwie einsammelst oder reinschmeißt, automatisch eingeschmolzen. Aha. Höchst interessant. Ja. Warte, kannst du dann eigentlich auch mit mehreren Drillships unterwegs sein? Nein, immer nur mit einem. Aber wir können andere einnehmen. Ja, das meine ich ja, aber kannst du dann mehrere Drillships für den Weg nehmen, also mehrere Spieler haben, die dann jeder ein eigenes Drillship haben? Ich glaube nicht, nein. Das ist schade. Ist mir zumindest nicht bekannt. Wäre richtig nice, wenn du halt dann einen Custom-Modus hättest, wo es halt nur Spieler gegen Spieler ist. Ich meine, du kannst einen benutzerdefinierten Schwierigkeitsgrad einstellen. Ah ja, ist immer gerade vom Schiff wenig. Warte kurz. Da. Kommen wir hier vorne hin. Schick. Aber der Bohrkopf wird eh wechseln, das sieht man dann nicht mehr so gut. Ja, also kann man einiges einstellen. Ja, der Bohrkopf wird tatsächlich sein Design ändern, wenn wir ihn aufwerten. Ach, gelb auf. Das kann man viel besser sehen. Das sieht auch nice aus. Mit Kupferfarben. Mit dem Muster vorne. Mhm. Das Muster sieht man vor allem auch später viel besser. Ich weiß, auch später mit dem scheiß Magma-Bohrer. Hier drinnen sieht es halt richtig nice aus. Ja. Tapeten oder sowas. Wir haben noch keinen Konverter gehabt. Wir sollten uns langsam auf den Weg machen, unsere ersten Kollegas da zu besuchen. Was wir unter anderem brauchen, ist Aufwertungen. Warum tauchst du gerade schon wieder ab? Falsch geklickt. Ah, okay. Es gibt auch Licht. Und an dem Armband. Es ist halt. Ich drück gerade Q. Riesengroß ein YouTube-Logo. Also so kann man auch Werbung machen. Ja. So, Auftragslogbuch. Kapitän. War keine Kohle. Und damit meine ich die Steinkohle. Das Rüschel von mir aus befehlen, rufen. Ich glaube, das ist noch Fotomodus. Nee, Beobachtungsmodus. Lass den Fotomodus stecken. Mach den Kopf und die Pumpen weg. Jetzt kann man warten, bis wir das Ding hier aufleveln, weil das geht so verdammt langsam. Meins. Was brauchen wir dafür jetzt noch? Kupfer.
Noch vergriffen. Okay. Wird gerade benutzt. Keine. Würden Sie gerade etwas vorbereiten? Warte, wie viel davon habe ich? 15? Nice. Den blöden Konverter immer noch nicht. Wetter haben wir leider noch nicht. Und zumindest Schwefelpulver. Ich bin schon über allem drüber. Mach uns nämlich gerade schon Munition.